einem Jahr. Ja, heute, auch wie. Mal wieder, ne? Ja, es ist wieder Zeit. Aber heute haben wir es nicht so lustig. Heute haben wir ein ernstes Thema. Also wir haben ja in Corona-Zeiten alle unsere zwei, drei Bekannte, die mit Corona besonders auch zu tun haben. Wir haben, kennen das, wissen, dass viele arbeitslos sind. Wir wissen auch, viele werden gehen pleite. Vor allem unsere Einzelhändler und die alle wirklich drunter zu leiden haben. Ja. Also das, was in letzter Zeit geschehen ist, ist eigentlich wirklich auch ein ernstes Thema. Das ist Fakt. Aber wir haben jetzt eine besondere Situation. Wir haben jemanden, den es auch durch Corona bedingt eigentlich schlechter als allen anderen geht. Das muss man ganz klar sagen. Also jemand, der auch in Corona-Zeiten immer den Feuerwehrmann für den ganzen Landkreis Vorpommern-Rügen gespielt hat. Den größten von Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ne? Der also, gerade arbeitet und immer, ne? Ja. Wir haben hier mal so eine Spendenquittung mitgebracht, Spendenbescheinigung mitgebracht. Das führen wir jetzt aus. Wir haben gedacht, wir machen hier so einen Dauerbetrag auf, so eine monatliche Spende für den Mann, der uns in Corona-Zeiten unter Corona richtig gelitten hat. Ne? Und auch wirklich so, ne? Alles rausgerissen hat. Also richtig? Nicht vergleichen mit Krankenschwester, nicht zu vergleichen mit Feuerwehrmann allgemein, der wirklich alles getan hat im Leben. Ne? Gesundheitsamt, genau. Gesundheitsamt, das, genau, richtig. Das ist alles ein Scheißdreck dagegen, der eine Mann. Der hat's gemacht. Und was denkst du, wie wollen wir einen Spendenmonat? 50 ja. Euro? Ja, aber 50 Euro kommt da doch nicht klar nach der ganzen. Nee, ne? Da hat er so richtig zu tun, glaube ich. Also, ich schreibe mir mal einen Namen rein: Stefan Spritze. Warte mal, Stefan Spritze. So, und wie viel spenden wir denn? Sag mal, im Monat. Im Monat muss das schon ein bisschen Geld sein. 1000 Euro durch 12, ich sag mal, da komme ich schon ein bisschen, ne? Würde ich mal sagen. Dann, oder im Monat. Wollen wir im Monat? Ja, im Monat ist doch geil. Monat ist besser. Den geht's aber wirklich so schlecht. Den geht's so schlecht. Ey, wirklich, der, und der hat so viel zu tun vor allen Dingen. Ja. Also, da ist schon ordentlich was drin für den armen Mann. Ja. Also, da kann man ruhig ein bisschen, ne? Da geht's schon genau. Los. Kann man auch im Bürger. Guck mal, da kommt sogar die Bürger. Da kommt sogar schon. Ja, also ich habe gehört, hier ist ein Spendenaufruf für Leute in Mecklenburg-Vorpommern, die Corona-bedingt leiden. Ja. Vor allen Dingen. Aufgrund der Größe der Kreise. Ja. Und für diese Leute möchte ich jetzt genau spenden. Ja. Also nicht nur für den im Kreis Vorpommern, sondern es gibt ja mehrere in Mecklenburg-Vorpommern, die aufgrund der Größe der Kreise unbedingt einen finanziellen Bedarf haben. Genau. Für die spende ich jetzt. Ja, super. Oh, Halleluja. Oh, herrlich. Danke. Das wird voll. Ah, ich glaube, ich hau noch mal was rein. Ja, warte mal. Wollen noch ein bisschen so? Ne? So. Ja, lass ihn nicht hier drauf. Warte. Genau, nichts runterfallen lassen. Guck mal, kommt noch ein Burger. Kommt denn noch einer? Aber ich möchte natürlich auch was spenden. Ich möchte mich daran beteiligen, an diese wunderbare Aktion, die ihr beide startet. Ihr seid so tolle. Wir sind Herzensbuddies. Herz, genau. Ihr seid mittendrin und ich finde, dass ihr macht das toll. Also, Mega, guck mal, wir kommen schon weiter jetzt. Genau, jetzt geht's schon. Ne? Also, jetzt geht's vorwärts. Ich habe auch richtig hier den ganzen Monat hier mich zusammengerissen. Ja, ich auch noch. Warte, schnell. Irgendwas richtig so und das ist mal. Aber wichtiger ist, dass wir es hier ausfüllen. Und ich trage jetzt 1.000 Euro. Genau. Was verdient derjenige eigentlich im Monat? Ich glaube 9.500 oder wie war das? 9.500, ne? 9.500. Slotty? Der Arme. Ja, kann man denken. Rubel. Rubel. Rubel, Rubel. Nein. Ja, aber das dürfen wir auch nicht mehr. Russen sind ja auch nicht mehr. Alles gut. Also jetzt ist ja jetzt die Katze aus dem Sack. Wir engagieren uns für unseren Bro, der in Corona-Zeiten durchgehalten hat. Genau. Und setzt sich jetzt dafür ein, dass er selber 1.000 Euro im Monat mehr verdient. Wir, Stefan Kehrt, wir danken dir für dein Opfer. Genau. Und wir finden das total. Mach weiter so. Mach weiter Engagier so. Engagier dich immer weiter. Sagen, Sozialpartei Deutschland läuft wie Sau. SPD. Die Spende kommt direkt aufs Konto. Wir machen das. Wir reden was. Nonsens der Woche. Unglaublich. Genau. Sowas in so einer Zeit machen kann. Alles klar. Bleib gesund. Bleib gesund.